Zum Alter von Peter addiere ich 5. Vom Alter von Johanna ziehe ich 5 ab. Johanna ist 2 Jahre jünger als Peter. Ich subtrahiere das zweite Resultat vom ersten und erhalte eine positive Zahl. Welche ist diese Zahl? Nennen wir x das Alter von Peter und y das Alter von Johanna. Je nach dieser Beschreibung suchen wir eine positive Zahl n, die gleich ist zu x plus 5 minus y minus 5. Wir wissen aber auch, dass y gleich x minus 2 ist. Also können wir in dieser ersten Gleichheit y ersetzen durch x minus 2. Und somit finden wir, dass die Zahl n, die wir suchen, gleich ist zu x plus 5 minus x minus 2 minus 5. Minus 2 minus 5, das macht minus 7. Diese Klammern verschwinden mit dem Minuszeichen, indem wir zwischen den Klammern alle Termen entgegengesetzt nehmen, das heißt minus x plus 7, also so. X minus x, das macht 0 und 5 plus 7, das macht 12. Und demzufolge ist Antwort E die richtige.